Ja, kein Trödel, sondern echte Kunst. Ende Juni startet die Ausstellung des Düsseldorfer Künstlers Ansgar Skiba im Gartenkunstmuseum in Benrath. Kein Wunder, denn viele seiner Motive findet er in Gärten und Parks. Und während sich die allermeisten Malerinnen und Maler heutzutage in ihren Ateliers verkriechen, kann man Skiba jederzeit treffen, unter freiem Himmel, auch im Benrather Schlosspark, bei der Arbeit. Etwas versteckt zwischen den Rhododendronbüschen hat er seine Staffelei aufgebaut und seine Malutensilien und malt Farbexplosionen. Also ich bin kein Freund, hier naturalistische Wiedergabe zu machen, sondern ein Farbflimmern. So ein Eindruck, wie wenn Sie hier wirklich durchgehen. Also dass Sie diese Farbe und dieses sich Wechseln behalten. Ansgar Skiba liebt Farben, liebt Blumen, den Blick in die Landschaft. Man trifft ihn im Park, in Gärten, auch im Wald oder irgendwo am Niederrhein. Dort malt er wie einst Monet und seine Zeitgenossen. Ich kann sagen, dass ich im Rheinland niemals jemanden gesehen habe, der in der Zeit, wo ich draußen gemalt habe, auch gemalt hat. Nun bin ich ja sowieso ein ziemlicher Einzelgänger. Eigentlich wäre ich meistens in Ruhe gelassen. Es gibt selten Leute, die neugierig sind. Und hier in Düsseldorf, weil das international geprägt ist, da lässt man ja auch jeden in Ruhe. So tut er seit dem Studium an der Düsseldorfer Kunstakademie, was er am liebsten tut und am besten kann. Er malt gerne Blumen, Landschaften, die Natur. Ist das nun Flucht aus der bösen Welt in die Idylle, in die kleine, bunte, heile Welt? Wer das denkt, kennt Ansgar Skiba nicht. Der eckte schon als Schüler bei den Politbonzen der DDR an. Trotz bester Zeugnisse durfte er nicht Kunst studieren. Ja, es ist ja so, dass ich privat überhaupt kein unpolitischer Mensch bin. Und ich habe genug Scherereien im Leben aus dem Grund gehabt. Ich bin mehrfach verhaftet worden in der DDR. Die individuelle Freiheit, auch das ist das ganz Wichtige. Und dafür sind auch die Künstler zuständig. Freiheit heißt ja eben auch, wer Blumen malen will, soll das auch dürfen. Schon die Romantiker forderten für sich, den Zwängen des Alltags mal entfliehen zu können. Ich denke, dass Kunst ja auch, nicht nur, aber auch mit einer Vorstellungswelt, vielleicht auch mit einem Traum vom Paradies zu tun hat. Dann ist es auch wichtig, dass man sich von dem, was tagtäglich uns umgibt, auch trennen kann in dem Moment. Skiba hat sich sein Leben mühsam erkämpft. Ausreiseantrag in der DDR, dann in den Westen. Ohne Geld, Studium in Düsseldorf. Und sich durchbeißen als Künstler, der nun mal gerne Blumen malt. Wo ich während des Studiums 6 Jahre jede Nacht Teller gespült habe, da hätten vielleicht 2% der Leute mit mir getauscht. Inzwischen würde ich mal sagen, würden 95% der Leute mit mir tauschen. Sobald das im Sommer hell wird, so um 5, dann ist es noch schön kühl, die Farben sind toll am Morgen. Dann einfach rausgehen. Rausgehen, malen. Bilder, die nicht einfach Blumen zeigen. Die von Freiheit und Schönheit erzählen.